Zum Look fällt mir jetzt gerade doch noch eine Sache ein. Ich finde es doch ein bisschen flach, das Bild. Ich wollte das mal mit einem ganz einfachen Schritt der Dynamik dazu machen. Ich füge ein bisschen Dynamik dazu. Das heißt, die ganzen, also ich lege es mal auf volle Pulle, ihr seht, was passiert. Es knallt nochmal richtig die entsprechenden Farben rein oder raus. Finde ich auch ganz geil. Ist aber nicht der Look, den ich eigentlich jetzt haben will. Deswegen, ich schiebe den ein bisschen hoch. So ist das Ausgangsmaterial. Ich schiebe es ein bisschen höher. Wir gewinnen dadurch so ein bisschen Kontraste nochmal. Und noch ein bisschen knackigeren Look. Das sind wirklich. Man muss mit den ganzen Tools, die man hier zur Verfügung hat, immer ein bisschen ausprobieren. Oftmals funktioniert bei dem einen Bild das nicht so wie bei anderen, aber in dem Beispiel würde ich es jetzt knallhart so machen. Ja. Gucken wir mal, was bei der Sättigung passiert. Die plus 5 finde ich eigentlich ganz geil, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Finde ich cool. Ich lasse es mal bei 4. Ausgezeichnet, gefällt mir gut. Das ganze Bild ist natürlich geprägt von einem gewissen Farblook. Oftmals finde ich es auch noch interessant, damit rumzuspielen, was wäre, wenn der Schein des ganzen Bildes ein bisschen anders wäre. Deswegen füge ich dem Bild oftmals einfach noch ein bisschen Farbe im Komplett dazu. Das kann man hier machen, über das Symbol hier unten. Da hat man verschiedene Sachen. Und ich wähle jetzt in dem Fall einfach mal die Farbfläche aus. Ja. Ich entscheide mich jetzt nur mal für irgendeine Farbe, sagen wir mal so ein Pink, ja, was weiß ich, Pink. Okay. Das setzen wir auch mal in ein weiches Licht. Und da scheint es jetzt so durch. Finde ich jetzt auch nicht so geil, aber wir machen die Deckkraft jetzt mal ein bisschen runter davon. Ein bisschen weit runter auf, Ahnung, bei 4%. Und es fällt im Bild selbst kaum auf. Aber wenn man es dazu macht, gibt es so einen gewissen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das jetzt hier auf der Aufnahme sehen könnt. Aber es gibt so einen gewissen Look dazu. Ich mache das noch ein bisschen höher. 10? Nee. Wir sind bei 5% auf jeden Fall. Da können wir jetzt natürlich mit der Farbe ein bisschen spielen. Gelb? Nein. Haben wir schon. So ein Türkis. Gern so ein bisschen ins Lila. Bisschen ins Lila. Doch, ohne Mist, das finde ich ganz cool. Wie gesagt, das ist nur ganz dezent. Ich zeige es euch mal hier. Leichtes Lila darüber finde ich ganz cool. Ich lasse es sogar bei 8%. Ja, gefällt mir hervorragend. Ich fasse das Ganze hier nochmal zusammen. Die ganzen Ebenen in einen Ordner. Wieder der Ordner. Der Ordnerhalberkeit. Nee. Der Sauberkeit und der Ordentlichkeit. Wir nennen das Ganze mal Look. Okay. Und jetzt gucken wir mal, wie wir uns vom Original wieder entfernt haben. Hier das Original und hier die bearbeitete Version. Original, bearbeitet, vorher, nachher. Im Nachhinein fallen einem immer noch so Sachen auf. Eventuell kann man hier noch ein bisschen abdunkeln. Rund ums Gesicht finde ich. Hier könnte man noch ein bisschen abdunkeln. Das gucke ich mir gerade noch mal an. Da können wir einfach in die Dodge and Burn Ebene gerade noch mal rein. Gehen wir hier in die weiche Ebene. Wählen noch mal
den schwarzen Pinsel, machen den auf jeden Fall ein bisschen kleiner. 8% passt mir ganz gut. 5 schwach. Ah, machen wir 8%. Härte weich. Und jetzt können wir hier nochmal ganz kurz schauen, dass wir das noch ein bisschen abdunkeln hier. Und dann noch ein bisschen mehr Shape ins Gesicht zu kriegen. Ja. Ihr seht, da kommen auch ein bisschen die Sommersprossen dann noch ein bisschen raus, wenn man da nochmal drüber fährt. So. Also. Da kommt auf jeden Fall, da sieht man ein bisschen was. Da kann man noch ein bisschen aufhellen. Ein bisschen abdunkeln. Genau. So gefällt mir das ganz gut. Und es hat halt immer die Möglichkeit, dass man hier immer nochmal runtergehen kann und nochmal sagt, okay, ich möchte hier Dodge & Burn, möchte ich nochmal was anpassen oder je nachdem. Und hier und da. Genau. Da ist nicht ganz damit reingerutscht. So haben wir das. Das ist unser Abschlussbild. Von so zu so.